In Wien Favoriten kam es heute zu einem heftigen Crash zwischen einer BIM, einer Straßenbahn und einem PKW. Was ist genau vorgefallen? In der Buchengasse gibt es eine Kreuzung, an der einige Stopptafeln vorzufinden sind. Diese hat ein Autofahrer anscheinend missachtet bzw. übersehen. Und das hatte wirklich fatale Folgen, denn die BIM, die krachte in den Autofahrer hinein und schlief den PKW ganze 10 Meter weiter. Der Autofahrer stand unter heftigem Schock. Er kam dann auch im Spital sofort in einen Schockraum. Über 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr rückten aus. Sie mussten teilweise sogar die Autositze ausbauen, die Türen und auch das Wagendach hier abmontieren, um den Fahrer eben rauszuretten. Zwei Personen ebenfalls in der Straßenbahn kamen zu Schaden. Rissquetschungen waren hier die Folge und Prellungen ebenso. Unter anderem ist die Straßenbahn sogar entgleist zum Teil. Das Ganze hat dann zu Verkehrsverzögerungen und Blockaden geführt.